deine Heimatstadt live dabei. Wörgl.fm. Am 22. April feierte die Stadtbühne Wörgl Premiere mit ihrem neuen Stück Außer Kontrolle von Ray Cooney. Wörgl FM war mit dabei, aber nun kurz zum Inhalt. Der Landesrat Richard Riedmann plant einen Seitensprung mit der Sekretärin der Opposition, Heidi Riese. Der Champagner ist kühl, die Protagonisten heiß. Wäre da nicht eine unliebsame Entdeckung einer Leiche, die alles außer Kontrolle geraten lässt? Der ausgekochte Kellner und die nervige Hotelmanagerin sorgen dabei zusätzlich noch für Spannung. Schon zu Beginn droht die Situation zu eskalieren, aber der politisch versierte Richard lügt sich mutig aus jeder Situation, mit Hilfe seines Sekretärs Georges Mader, der eigentlich nur nach Hause zur Mama will. Die Situation entwickelt sich dadurch zur Verwechslungskomödie. Auf die Spitze der Pikanterie treibt die Situation dann noch das Auftauchen des eifersüchtigen Ehemanns Ronny Rieser, der Besuch von Gattin Pamela Riedmann und das Erscheinen der besorgten Schwester Margarete. Kann sich jetzt Landesrat Richard aus der Lage befreien? Ja, mehr verraten wir an dieser Stelle nicht. Wir haben Regisseur Armin Pleikner gefragt, warum er gerade dieses Stück ausgesucht hat. Mir taugen die Stücke immer, die Boulevardstücke, die englischen Komödien, weil das so Tempokomödien sein, Lochschlager sein, wo die Pointen auch super gesetzt sind. Da braucht es natürlich dann auch die Schauspieler, die das auch umsetzen, dass die Pointen dann auch immer richtig kommen und die Lacher richtig kommen. Der Ray Cooney ist ein Autor, der mir sehr taugt, der sehr viele tolle Stücke geschrieben hat. Wo ich gefragt worden bin, Regie zu machen, da in Wörgl, habe ich mir gedacht, das Stück passt für die Stadtbühne Wörgl perfekt her. Und ich glaube auch, dass beim Publikum sehr gut ankommt. Dass so ein Theaterstück für alle Schauspieler eine Herausforderung ist, erzählt uns der Hauptdarsteller Klaus Moser. Ja, die Proben waren schon sehr intensiv. Wir haben jetzt eine lange Probenzeit gehabt, von Mitte Jänner bis jetzt. Aber die Proben haben mir immer richtig viel Spaß gemacht und dann geht man auch gern her. Und ja, eine Herausforderung ist ein Theaterstück, keine halbe. Aber mit einem guten Regisseur und mit einer guten Truppe als Schauspieler kann man das alles gut meistern. Alle Termine zum Lachschlager finden Sie unter stadtbühne.info. Aber es gibt noch Zusatztermine, Klaus. Ja, nach unseren 6 normalen Vorführungen haben wir wegen großem Publikumsinteresse noch 2 Zusatzvorführungen, und zwar am 14. und am 17. Mai. Da würde uns freuen, wenn es kommen wird. Folge deiner Stadt im Stream, den Social-Media-Kanälen und im Stadtmagazin. Du hörst Wörgl.fm. FM.